herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, hier bei HolyLOL. Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rocket League. Heute spielen wir 3 gegen 3 und ich hoffe, wir können gewinnen. Das hoffe ich natürlich immer. Aber vorher natürlich wie immer, falls euch meine Videos gefallen, lasst mir einen Daumen nach oben da, einen netten Kommentar und vor allem drückt den Abo-Button, um kein weiteres Video mehr von mir zu verpassen. Jetzt geht's los, 3 gegen 3. Wir sind angekommen in der ersten Runde. Wir spielen wohl mit einem Italiener zusammen in unserem Team. Ja, das war ein bisschen schlecht von mir. Ah, der sollte eigentlich anders kommen. Ja. So, weg damit. Komm, Marin. Hallo. Das war dann noch mal knapp. Let's go. Wir führen 1-0. Unser Italiener macht das Tor. Der Luca Toni von Rocket League. Nicht du. Ich fahre doch. Warum? Komm, Luca Toni. Oh, Luca Toni fährt am Ball vorbei. Der Typ heißt jetzt nur noch bei mir Luca Toni. Hat ein Tor geschossen und ist Italiener. Kann ja nur Luca Toni sein. Oh Gott, alle am Ball vorbei. fast Eigentor. War ein Eigentor. Okay. Ja. Nein, Luca Toni hat das Eigentor geschossen. Luca Toni schießt 2 Tore und er steht unentschieden. Das geht ja gar nicht. Macht er es wieder gut? Ja. Ich mache es gut. Komm, ich mache die Führung. Let's go. Habe ich mich schön durchgemogelt durch die Abwehr und den Ball reingemacht. Wo willst du denn hin? Warum fährt keiner? Ach, Leute, was macht ihr denn für eine Scheiße? Okay, wir haben nur noch 2 Gegner. Und warum hat der Lapo so einen ganz bescheidenen Ping? Vielleicht lag es auch daran, dass er gerade nicht losgefahren ist. Der Ping sieht nicht gut aus. Komm schon. Jawohl, wir führen wieder. Sehr schön. Ich glaube, wir gewinnen dieses Spiel. Wir haben nämlich nur noch einen Gegner. Zumindest hoffe ich, dass wir dieses Spiel gewinnen. Komm schon. Komm. Verlieren kann man, aber 3 gegen 1 und dann verlieren, das geht gar nicht. Das wäre jetzt das Highlight. Wenn wir 3 gegen 1 spielen würden, wir führen. Und ey! Warum? Wir schaffen es nicht, ein Tor zu schießen. Unglaublich, warum? Ja, deswegen. Deswegen. Fahrt in die Mitte. Ja. Jawohl. Luca Toni macht das nächste Tor. Schön. Ballrückzieher. Noch besser. Jetzt haben wir aber gewonnen. Noch ein paar Sekunden. Da brennt nichts mehr an. Entspanntes zu Ende spielen. Komm. Ja. Ich hätte vielleicht auch mal eine schöne Flanke gebraucht. Schade. Aber ich war bester Spieler. Wir haben gewonnen. Was will man denn mehr? Wir sind in der nächsten Runde angekommen. Und hoffen auf den nächsten Sieg. Komm schon. Sieht gut aus. Ah, schade. Komm weg damit.
Bring ihn in die Mitte. Ah, schade. Gut gedacht. Leider schlecht umgesetzt. Hä? Was war das denn? Wurde ich da getreten oder war das einfach ein Leck? Weg, weg, weg mit dem Ball. Komm schon, komm. Der sieht gut aus. Und ich mache ihn rein. Guter Pass. Der Pass war wirklich gut. Mein Schuss war aber viel, viel besser. Los geht's, kommt schon. Kommt in die Mitte den Ball, in die Mitte den Ball. Ach Mann. Ja, 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 ja. Mach ihn rein. Jawohl. Wir führen 2-0. Komm, weg mit dem Ball und runter. Oh, ich hab ihn verkackt, oder? Nee, doch nicht. Er ist drin. 3-0. Ich habe erst gedacht, der geht links an Pfosten, aber hat sich dann doch noch ins Tor gedreht. Wir haben gewonnen. Okay. So muss das sein. So, Freunde, wir sind auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. 2 Spiele gemacht, 2 Spiele gewonnen. Wie kann es denn schöner sein? Ja, vielleicht 3 oder 4 Spiele gemacht und 4 Spiele gewonnen. Aber ich bin mit 2 Spielen gemacht und 2 gewonnen. Sehr zufrieden. Und jetzt zum Ende natürlich, wie immer, falls ihr meine Videos mögt, lasst mir einen Daumen nach oben da, einen netten Kommentar und vor allem drückt den Abo-Button, um kein weiteres Video mehr von mir zu verpassen. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Video. Ciao!